Und da bin ich nun in Hamburg angekommen, bereit für eine Stadtrundfahrt. Und die am besten in einem Mercedes-AMG CLA 45. Warum? Na, weil man das jetzt kann. Auf geht's! Und am besten als erstes zur Alster. Da hatten wir doch gerade das für Jahreszeiten zu unserer Rechten. Ein wirklich nobler Ort. Aber den Komfort hat man ja mittlerweile auch bei diesem Fahrzeug. Denn sonst nirgendwo hat man bei Carsharing die Möglichkeit, ein High-Performance-Car einfach mal so über die App zu mieten, ohne an irgendeinen Schalter noch zu müssen. Zugegeben, auch als Berliner kann man durchaus eingestehen, die Alster ist doch recht schön. Was mir aber auch sofort aufgefallen ist, gegenüber dem normalen CLA, hat die AMG-Version noch eine wesentlich präzisere Lenkung. Auch ein fantastisches Fahrwerk, weil das Zusammenspiel macht das ja aus. Das Auge ist nicht nur mit, das Auge fährt auch mit. Und von daher hat man bei AMG ganz besonders darauf aufgepasst, auch dass dieses sportliche Gefühl innen auch zu sehen ist. Alles richtig gemacht. Keine Reise nach Hamburg ist perfekt ohne den Pflichtbesuch auf dem Kiez. Hier die Herbertstraße, an der wir gleich vorbeifahren. Ich kann mich noch erinnern, das allererste Mal, als ich da durchgelaufen bin, bin ich mit dem Blick nach unten durch, weil ich dann doch ein bisschen zu schüchtern war. Gerade eben noch die tanzenden Türme gesehen, mitten auf dem Kiez. Das sind Kontraste, wie ich sie liebe und wofür auch Hamburg steht. Und auch hier bei diesem Fahrzeug. Traditioneller Fahrkomfort von Mercedes-Benz, gepaart mit der Driving Performance von AMG. Und selbstverständlich bringt auch dieser AMG CLA 45 sämtliche Tugenden eines AMG-Fahrzeuges mit sich und großartige Bremsen, die einen nie im Stich lassen. Das war sie also, meine Stadtrundfahrt durch Hamburg. Und dieses Fahrzeug steht auch schon wieder zur Verfügung in 3, 2, 1, ab jetzt. Viel Spaß! AMG, 50 Jahre Driving Performance.